Name your game. Hallo Leute und willkommen zum Let's Play Nummer 8 der Mario Kart 8 Deluxe 200 Kubik Reihe. Natürlich spielen wir heute wieder einen kompletten Cup zu Ende. Wir müssen nur noch den geeigneten Charakter finden für das heutige Cup-Rennen. Das wird sein der Iggy. Ein sehr unbekannter Charakter, aber wie ich finde mit einer sehr coolen Frisur. Dem geben wir mal heute ein ganz spezielles Gefährt. Ja, was wird es sein? Dieses tolle Gefährt hier. Der Sauseschuh braucht hier noch Reifen. Nehmen wir die kleinen Reifen. Einen schönen Fallschirm. Hier also ein buntes Setup. Und wir spielen heute den Bananen Cup. Los geht's! Ja, einen wunderschönen guten Tag beim Bananencup, beim ersten Rennen in der staubtrockenen Wüste, bekannt aus unserem Gameboy Color. Und jetzt geht's auch gleich rein ins Geschehen. Wir starten hier vom letzten Startplatz, macht aber nichts, weil wir wissen, mit zwei Auspuffen da geht's doppelt so schnell voran. Jetzt die erste Kurve hier. Toll gemeistert. Wirklich eine tolle Kurvenlage, aber hier schon in das erste Hindernis reingefahren. Das war nicht gut. Jetzt kann Luigi vorbeiziehen. Auch der kleine Bowser, der Mini-Bowser und der Siegfried hier ziehen an mir vorbei. So schnell gebe ich mich nicht geschlagen. Ihr wisst, wie es ist. Hab den fünften Rang. Muss jetzt wieder ein bisschen aufholen. Kann jetzt noch den Mini-Bowser abschießen. Und wenn ich jetzt ein Speed-Item kriege, nein, das kriege ich nicht, aber bin jetzt schon wieder auf dem zweiten Platz und habe hier schon einen guten Drift an den Tag gelegt, fahre als erster durch die Ziellinie, das sieht schon mal sehr gut aus. Kann ich den Longline-Drift machen? Ja, aber hier stehen zwei Bananenschalen, die kann ich umfahren, aber bin jetzt ein bisschen in der Wüste gelandet, konnte mich aber wieder aus dieser misslichen Lage befreien. Und gebe jetzt Vollgas. Hab zwei Schutz-Items, das ist sehr gut. Hier noch einen kleinen Boost. Und jetzt kommt schon der erste Trick hier mit dem 360. Das geht gut. Und Luigi ist mir sehr, sehr dicht auf den Fersen. Muss also aufpassen, dass er mich hier nicht überholt. Er kommt hier immer näher. Was soll ich tun? Er hat das schnellere Fahrzeug. Und jetzt hat er die Führung behauptet. Aber ich kann ihn hier abknallen und wieder meinen ersten Platz zurückerobern. Das ist genial. Muss jetzt aufpassen. Hab hier keine Verteidigung. Bin also komplett offen. Fahre hier schön zwischendurch. Das war auch ein bisschen Glück, das gebe ich zu. Aber Glück braucht man im Leben. Hab jetzt auch 10 Münzen. Und jetzt kommt der blaue Panzer. Nein, in der letzten Runde. Luigi kann mich hier überholen. Ich habe hier fast die Bananenschale getroffen. Aber Gott sei Dank ist sich das noch ausgegangen. Bin jetzt vollkommen offen, hab kein Verteidigungs-Item, das ist gar nicht gut, lande hier im Sand, wieder nicht gut. Werde hier Dritter, sehr, sehr schlecht. Habe hier keinen Grip mehr gefunden und das bedeutet der schlechte dritte Platz. Noch ist nicht aller Tage Abend und ich gebe nicht auf, es geht weiter. Zeit für meine Revanche auf der Donut-Ebene 3, bekannt aus dem Super Nintendo Entertainment System. Und jetzt darf ich auch vom dritten Platz aus starten. Das heißt, ich habe einen leichten Vorteil hier. Hier wird noch angezeigt, wer online kommt. Das interessiert mich aber nicht. Ich will jetzt gewinnen. Zweiter Platz vorerst. Der Luigi, der ist hier schon einer der Top-Favoriten auf den Gesamtcup-Sieg. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ich will hier der Favorit sein. Ich will hier gewinnen. Bin jetzt auf dem ersten Platz. Aber wie lange, stellt sich die Frage. Egal. Volle Konzentration jetzt. Volle Kraft voraus. Hier mit dem nice Drift. Konnte hier einen Boost ablegen. Aber hier ein bisschen die Wiese touchiert und deswegen keinen Boost bekommt. Das bedeutet, ich kann der Konkurrenz nicht so vorfahren, wie ich wollte. Aber egal. Hier noch ein Boost kassiert. Ein paar schöne Jumps, aber wieder in der Wiese gelandet. Und jetzt kommt auch schon ein Panzer, der mich trifft.
kann ich hier nochmals boosten? Nein, schlechtes Timing. Ich muss jetzt auf der Start-Zielgeraden Vollgas geben. Und da kommt auch schon Siegfried, oder Ludwig heißt, aber der wird jetzt wieder zurück überholt. Habe jetzt einen Schildkrötenpanzer zur Verteidigung, aber der nützt mir nichts, weil ich hier geschrumpft werde. Muss hier schauen, dass ich noch ein Item bekomme, dringendst. Habe wenigstens schon den ersten Platz und kann hier schön um die Kurven fahren, wenn auch ohne Drift. Muss jetzt hier schauen, dass ich hier noch einen Boost mitnehme, sehr gut. Und bekomme hier wieder einen Boost, aber bekomme hier was ab. Sehr gemein, der Ludwig hat mich kurz überholt, aber ich schaff's noch auf den ersten Platz. Super. Habe jetzt 25 Gesamtpunkte und bin nur noch 2 Punkte entfernt von unserem Bowser Jr. Das dritte Rennen des Bananencups ist die königliche Rennpiste mit unserer Majestät oder unserer Prinzessin Peach, die hier vom 6. Startplatz aus versucht zu gewinnen. Ich darf natürlich aus der ersten Reihe starten. Guter Start, aber der Bowser Jr. hat mich schon überholt, kann jetzt aber eine Doppelkurve mit einem Drift lösen. Sehr, sehr schön gemacht. Lande hier in der Wiese, das ist schlecht. Kann aber wieder meinen Vorsprung ausbauen. Habe jetzt den ersten Platz, aber wie lange? Kriege hier ein Doppel-Item und ein paar Münzen. Ja, es war nur eine, aber egal. Noch eine Münze, noch eine Münze, noch eine Münze. Das sind 7 Münzen insgesamt. Schaffe ich es noch auf 10, bevor ich in die letzte Zielgerade fahre? Ja, das werde ich wahrscheinlich... Nein! Habe mich jetzt gut verteidigt. Habe jetzt 9 Münzen, das ist schon mal gut. Aber 10 wäre noch besser. Muss jetzt schauen, dass ich nichts abkriege, aber da wird wohl was an mir kleben bleiben. Ja. Habe aber noch eine Bananenschale zur Verteidigung und hier jetzt die entscheidende Münze abgeholt. Hier noch eine Münze, aber die bringt mir nichts und kann jetzt hier um die Kurven rumdrücken. Das ist sehr gut. Das ist schon mal der erste Platz. Mir wurde aber jetzt hier ein Item gestohlen und deswegen werde ich hier ein paar Bananen verpflanzen, weil ich jetzt sauer bin. Die S-Kurve. Gut gemeistert. Nochmals 2 Boosts abgeholt. Habe jetzt ein Verteidigungs-Item. Aber das wird mir geklaut. Und jetzt habe ich nichts gesehen für kurze Zeit. Und werde jetzt auch noch abgeschossen. Das bedeutet aber immer noch den ersten Platz. Wie ist das möglich? Darf jetzt aber nicht arrogant werden. Muss jetzt schauen, dass ich meinen Vorsprung ins Ziel rette. Hier noch ein Doppel-Item. Schön gemacht. Und die 10 Münzen sind mir auch sicher. Habe jetzt eine Bombe gepflanzt. Geht die auf mich selber? Nein, Gott sei Dank bin ich hier noch ausgewichen. Jetzt kommen die schweren Kurven. Die letzte Kurve. Die letzten Kurven. Habe jetzt noch eine Banane gepflanzt. Muss jetzt aber aufpassen, dass ich nicht noch einen blauen Panzer kassiere. Aber das geht sich aus. Und das ist erneut der erste Platz für unseren Iggy. Für die Gesamtführung bedeutet das, dass es hier einen Führungswechsel gibt, und zwar von Bowser Jr. an Iggy. Wir kommen auch schon zu unserem allerletzten Rennen zum Finale des Bananencups, bekannt aus dem Nintendo 3DS, der Donkey Kong Dschungel. Wie es üblich ist, darf der Erste des letzten Rennens wieder aus erster Startposition starten. Das mache ich hier auch. Erste Kurve gut gemeistert. Bowser Jr. hat hier einen starken Auftakt. Kann mich überholen? Ich kann zurück überholen. Habe es hier ein Verteidigungs-Item. Das ist sehr gut. Kann hier noch eine Münze aufschlagen. Und jetzt die gefährlichste Abkürzung aller Abkürzungen. Die schaffe ich. Kann hier nochmals boosten. Und nochmals. Muss jetzt hier den U-Turn meistern. Geht das? Mit 5 Münzen, ja, das geht. Kann jetzt meine Items behalten, will sie behalten, muss sie behalten. Will jetzt hier noch eine Abkürzung fahren. Das wird knapp, aber das geht sich mit einem Boost aus. Und hier noch ein sehr schöner 360. Fahre hier jetzt mit den Drifts in die Kurven. Kann jetzt hier leider keinen Trick machen. Es geht hier weiter, Schlag auf Schlag. Ich komme jetzt wieder zu der schwierigen Abkürzung und die funktioniert schon wieder sehr, sehr schön. Habe jetzt 3-mal geboostet, komme jetzt mit vollem Boost in den U-Turn und mit 10 Münzen. Das ist hervorragend, das ist sensationell. So kann es weitergehen. Jetzt verfolgt mich aber hier ein Panzer, der wurde abgewehrt.
Und jetzt bin ich aber total offen, das heißt, wenn hier ein Panzer kommt, dann werde ich mich hier kurze Zeit geschlagen gegen müssen. Auch hier geht's nicht weiter. Aber hier konnte ich mich noch gut vor dem Abgrund rennen. Und jetzt kommt schon ein Panzer. Und der verfehlt sein Ziel nicht, leider. Noch ein Panzer. Das wird schwierig. Jetzt muss ich die Abkürzung treffen. Bekomme jetzt hier noch das Schrumpf-Item. Was ist denn da los hier? Einmal, zweimal, dreimal getrickt. Dann der U-Turn mit Münzen. Keine gesammelt, aber egal. 5 Münzen sind noch drin. Hier, noch eine Münze und 3 Verteidigungsbananen. Ich riskiere jetzt hier, Alba, alles und gehe nochmal auf die Abkürzung. Das geht sich aus. Das ist erneut der erste Platz. Toll gemacht von Iggy mit 55 Gesamtpunkten. Sehen wir uns jetzt die Highlights an, die von Mario Kart Television präsentiert werden. Und hier sind sie auch schon, die Highlights, hier mit einem schönen Anfangsdrift. Der Ludwig, der hier den Iggy abknallt. Und hier der Iggy mit einem Triple Trick. Sehr, sehr schön gemacht und dann in den U-Turn reingedriftet. Wow! Dritter auf der staubtrockenen Müste, erster in der Donut-Ebene 3, erster auf der königlichen Rennpiste und nochmals erster im Donkey-Dschungel. Das bedeutet jetzt hier für die Preisverleihung, dass wir hier den schönen goldenen Bananenpokal abräumen mit 55 Punkten und 12 Punkten Vorsprung auf den zweiten und weiteren 5 Punkten Vorsprung auf den dritten. Leute, wenn es euch gefallen hat, gebt gerne ein Like, lasst ein Kommi oder ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Let's Play der 200 Kubik Serie von Mario Kart 8 Deluxe. Ciao!